Shisha-Waren-Test bringt die Shisha-Waren-News. Shisha-Tabak-Köpfe, wir bringen die Highlights auf den Punkt. Die ersten echten Nachrichten, die dich interessieren. Einmal im Monat hier auf unserem Channel. Denn wir geben dir den Input für die Lunge. Shisha-Waren-Test. Test, Test, Test. Shisha-Waren-Test. Servus Shisha-Freunde. Big to be wieder am Start. Heute ohne den Olli, denn der macht gerade Urlaub in Frankreich. Und wir wollten euch nicht länger warten lassen. Deswegen gibt es jetzt direkt die Shisha-Waren-News im Monat April. Und ja, wollen wir keine Zeit verlieren, fangen wir direkt an. Shisha-Waren-News im April startet jetzt. So, und heute fangen wir direkt gleich mit dem Top des Monats an. Es hat auch einen speziellen Grund, denn wie die meisten unter euch wissen, war am 26. und 27. April die Frankfurter Shisha-Messe. Und letztes Jahr waren über 4000 Besucher aus mehr als 43 Ländern dort und haben sich das Ganze genauer angeschaut. Dieses Mal war ich auch am Start am Sonntag. Und ich bin mir sicher, dass dieses Jahr deutlich mehr Besucher dort waren, denn alleine schon die Aussteller haben sich fast verdoppelt auf knapp 45. Was jeden Besucher auf jeden Fall gefreut hat dieses Jahr, war, dass fast jeder Stand seine Produkte direkt auch an die Endverbraucher verkauft hat. Und es wurde auch direkt darauf geachtet, dass die Wasserpfeife mit den elektronischen Artikeln getrennt wird. Wenn ihr noch weitere Informationen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr die Liste der gesamten Aussteller, die direkt vor Ort waren. Und zusätzlich verlinke ich euch auch noch mein Video, wo ich am Sonntag dort gedreht habe. Dort findet ihr dann auch nochmal ein paar Infos und auch ein paar interessante Reviews bzw. kurze Detailinformationen über ein paar Neuheiten, die es dort zu sehen gab. So, und wenn wir schon bei den Neuheiten der Shisha-Messe sind, dann bleiben wir natürlich auch gleich dran. Und zwar, es gab einige interessante Neuheiten, unter anderem die Hookah Squeeze Dampfpaste. Die Grundlage von Hookah Squeeze ist ein extrem hitzebeständiges, natürliches Pastenmaterial, aus welchem versetzt mit Glycerin und speziell hochwertigem Raucharoma eine Dampfpaste entsteht. Diese Paste wird einfach in den Kopf gegeben und ganz normal wie Tabak behandelt. Also ganz einfach Alu drauf, Löcher stechen, Kohlen drauf und los geht's. Außerdem kann man die Paste natürlich, wenn man möchte, wenn einem das Nikotin fehlt, direkt mit Tabak vermischen und wenn man auch möchte, mit Steinen. Der Hersteller aus Landsberg verspricht außerdem unglaubliche Dampfwolken und es soll unverfälschter, intensiver, klarer und milderer als viele Tabakmarken schmecken. Zu kaufen gibt es 14 verschiedene Sorten. Zu je 50 Gramm in einer Dose zu einem Preis von 5,90 Euro. Hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an und genau deshalb werden wir in Kürze die Hookah Squeeze Dampfpaste auch mal näher unter die Lupe nehmen. Also werden wir auf jeden Fall die Tage dann mal reviewen für euch. Eine weitere Neuheit auf der Shisha-Messe in Frankfurt bescherte uns King Size, also KS, mit einem neuen Kopf, der wie ein Apfel aussieht. Dieser ist aus Silikon und hitzebeständig, wie zum Beispiel der schon von uns reviewte Amy Silikon-Kopf. Eine weitere Besonderheit sind die zwei Silikoneinsätze. Mit einem kleinen Handgriff lässt sich dann aus einem Mehrlochkopf ein Funnel zaubern. So kann jeder mit diesem Kopf sein Lieblingssetup bauen und wenn man mit einem Kopfbau nicht so zurechtkommt, kann einfach der Kaminaufsatz benutzen, der auch ebenfalls im Lieferumfang dabei ist. Verkauft wird das Ganze zu einem Preis von ca. 25 Euro, wird es in zwei verschiedenen Farben, Rot und Grün geben und wird in wenigen Tagen auch bei mir im Shop, shop.shishaforever.de, verfügbar sein. Ein wahrer Eyecatcher war der Shisha-Manufakturstand mit dem wohl den außergewöhnlichen Shishas auf der Messe. Ich hatte das Standardmodell vor über einem Jahr schon mal reviewed und jetzt nach einem Jahr haben sich die Shishas optisch und qualitativ deutlich verbessert. Für ca. 69,95 bekommt ihr nun die Shisha Bavaria Bierkrug Shisha. Diese ist komplett made in Germany und bis auf den Qualitätskorken und den Kohleteller komplett aus Glas. Bei dieser Shisha wurde hochwertiges Duranglas, auch bekannt unter Borosilikatglas, verwendet. Somit ist ein Waschgang in der Spülmaschine überhaupt kein Problem. Die hochwertigste Wasserpfeife aus der Shisha-Manufaktur ist die Nordwind-Reihe, die wir euch in Kürze auf jeden Fall mal in einem Review näher vorstellen werden. Mehr Informationen zu der Bierkrug-Shisha findet ihr in der Videobeschreibung. Amy stellte mit Zusammenarbeit vom Relax Shop die neueste Version der Amy Deluxe Shisha vor. Das Besondere daran ist das patentierte System zum Auspusten des gesamten Rauches aus der Bowl. Das bedeutet, dass in ca. 2 bis 3 Sekunden der komplette Rauch aus der Bowl gepustet werden kann.
Zusammen mit einem unsichtbaren Klickverschluss, was unter anderem bei allen neuen Amy Deluxe Shishas verbaut wird, ist das neue Ausblassystem eine kleine Revolution, auf die wir schon sehr gespannt sind. Ja, eigentlich würde jetzt der Flop des Monats kommen. Ich habe gesucht, ich habe recherchiert, aber mir ist in diesem Monat nichts Negatives aufgefallen, das ich jetzt hier noch nennen könnte. Somit lassen wir den Flop für diesen Monat einfach mal aus. Nun kommen wir zum Zipfel-Kanal des Monats. Hey Leute, mein Name ist Timo, bin 22 Jahre alt und ich stelle euch auf meinem recht neuen Kanal Shisha-Zipfel regelmäßig Tabak-Reviews vor. Ich stelle euch mal eine Pfeife vor, ein bisschen Zubehör. Die Videos von Big2B und Olli schaue ich schon seit Ewigkeiten. Ich kann gar nicht mehr sagen, seit wann. Habe auch viele Kaufentscheidungen davon abhängig gemacht, was die Jungs so erzählen, weil ich von den Reviews wirklich überzeugt bin. Ja, das kurz zu mir. Wenn ihr wollt, schaut auf meinem Kanal vorbei. Schenkt mir ein Abo, wenn es euch gefällt. Würde mich riesig freuen. Und ja, das war's auch schon von mir. Ciao. Ja, Freunde, das war's schon wieder mit den Shisha Bar News für diesen Monat. Wir hoffen natürlich, dass es euch wieder gefallen hat. Nächstes Mal auf jeden Fall wieder mit dem Shisha Olli. Und wenn euch die komplette Sendung gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da und natürlich euer Abo. Wenn ihr auch Kanal des Monats werden wollt, dann klickt jetzt einfach direkt hier ins Bild. Dort wird euch erklärt, wie ihr mitmachen könnt. Und vielleicht seid ihr auch schon beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt Shisha Bar News. Und ja, bis dahin wünschen wir euch noch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Big2B vom Shisha Warentest Team. Bis zum nächsten Mal im Monat Mai.